die Westküste Finnlands. Hier entsteht das erste Endlager für hochradioaktiven Müll der Welt. Viele finnische Gemeinden wollten es haben. Den Zuschlag hat Eurajoki bekommen. Die Menschen sind sehr für Atomkraft und für das Endlager. In Deutschland muss ebenfalls ein Endlager für das strahlende Erbe der Atomkraft gefunden werden. Aber bislang will es niemand in seiner Nähe haben. Radioaktiver Müll verursacht radioaktive Strahlen. Strahlen sind gefährlich für den Menschen und die Umwelt, kann eben zu schlimmen Krankheiten führen. Radioaktive Verseuchung verursacht noch nach Jahrzehnten Krebs und Genschäden. Der Plan ist, den stark strahlenden Müll tief unter der Erde zu entsorgen. Für 1 Million Jahre. Natürlich ist das ein Zeitraum, der für den Menschen erstmal schwer zu begreifen ist. Das Misstrauen gegen Politik und Energiewirtschaft ist beim Thema Kernkraft groß. Das hat natürlich mit der Geschichte zu tun. Ja, Zwischenfälle in Atomkraftwerken wurden immer verharmlost. Ja? Radioaktivität macht ja gar nichts. Peine in Niedersachsen, Sitz der Bundesgesellschaft für Endlagerung, abgekürzt BGE. Sie ist zuständig für alle deutschen Atommüllendlager. Im Schacht Konrad wird ein ehemaliges Eisenerzbergwerk erweitert. Hier soll später schwach- und mittelradioaktiver Abfall gelagert werden. Das sind zum Beispiel verseuchte Schutzkleidung, Anlageteile und Bauschutt aus den abgeschalteten Atomkraftwerken oder Laborabfälle. Viele haben sehr lange Halbwertszeiten, das heißt, sie strahlen für sehr, sehr lange Zeiträume, über mehrere 10.000 Jahre Halbwertszeit. Das bedeutet, die Gefährlichkeit der Stoffe von heute ist auch die Gefährlichkeit der Stoffe von morgen und übermorgen. Deswegen müssen wir diese Abfallstoffe sicher von Mensch und Umwelt abschirmen. Und das geht am besten in der Tiefe, in der tiefen Geologie. Besonders gefährlich sind die hochradioaktiven Abfälle. Das sind die abgebrannten Brennelemente. Seit 2017 hat die BGE laut Gesetz auch die Aufgabe, einen Standort für sie zu finden. Und sie muss die Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess einbinden. Zu informieren alleine reicht nicht. Es geht darum, den Menschen Mitsprachemöglichkeiten zu geben, jede Frage zu beantworten, ihnen auch Einflussrechte zu geben im Sinne eines Stoppschildes. Moment, ich habe hier berechtigte Zweifel, die müssen erst beantwortet und ausgeräumt werden, bevor weitergemacht werden kann. Im Herbst 2020 stellt die BGE eine Karte vor, welche Gebiete für ein Endlager grundsätzlich tauglich sein könnten. Denn dort gibt es im Boden große Vorkommen der Gesteinsarten Ton, Salz und kristallines Gestein, vor allem Granit. Die eignen sich zur Einlagerung von Atommüll und kommen in halb Deutschland vor. Atomkraftgegner fühlen sich übergangen und wollen mehr Mitspracherechte. Wir haben uns immer intensiv damit beschäftigt, welche Möglichkeiten gibt es bei den Anhörungen und so weiter, das auch zu machen. Jetzt mit dem Langzeitlager, also mit den gesetzlichen Grundlagen dazu, haben wir uns mehrheitlich als Anti-AKW-Bewegung beschlossen, da nicht mitzumachen, sondern das zu boykottieren und zu kritisieren, weil keine wirkliche Einflussnahme von uns und auch keine wirkliche Einflussnahme von Wissenschaft vorhanden ist, sondern der politische Prozess dominiert. Und das lehnen wir ab. Die Verantwortlichen reagieren. Sie bieten auf Veranstaltungen vor Ort oder online mehr Informationen an, sodass alle mitreden können. Ja. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier im Saal. Schönen guten Tag auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die der Veranstaltung auf digitalen Wege folgen. Viele Kritikpunkte werden aufgenommen, etwa bezüglich der geologischen Daten oder beim Versuch, die Materie leichter verständlich zu machen. Außerdem wird ein sogenanntes nationales Begleitgremium eingerichtet. Dort können sich alle Interessierten informieren und am Prozess beteiligen. Ich glaube, dass noch nie so viel Augenhöhe war wie aktuell. Natürlich ist es immer eine Schwierigkeit, wenn Sie auf der einen Seite eine Bundesgesellschaft haben mit vielen Menschen, die das hauptberuflich machen, und auf der anderen Seite Ehrenamtliche, die sich engagieren. Und da einen vernünftigen Diskurs zu schaffen, in dem sich beide Seiten ernst genommen fühlen, ist unsere Aufgabe. Daran arbeiten wir sehr intensiv. Doch der Streit darüber, was Mitwirkung bei der Endlagersuche heißt, ist inzwischen ein Dauerbrenner.
Atomkraftgegner kritisieren insbesondere die BGE und die Aufsichtsbehörde namens BASE. Es geht immer wieder um die Frage, wer wird gehört, wer entscheidet. Das ist genau der Punkt. Wir können eigentlich gar nicht mitentscheiden. Wir können zwar mitreden, aber die Entscheidungen werden eben von den Einrichtungen getroffen. Aber das hätte man lernen müssen, dass es so viel Sachverstand auch in den Regionen gibt und dass es Hinweise aus den Regionen gibt und dass vielleicht manchmal Fragen sehr weit helfen, um Probleme herauskristallisieren zu können. Also das fehlt uns alles. Die Entscheidung, wo in Deutschland ein atomares Endlager sein wird, fällt im Bundestag. Das haben die Parlamentarier per Gesetz festgelegt. Auch wie eine Suche ablaufen soll und wer verantwortlich ist. Beteiligung der Öffentlichkeit ist festgelegt als Mitgestaltung des Prozesses. Es ist eben keine Mitbestimmung. Das ist sozusagen auch eine Erkenntnis aus der Verantwortung, die bei dem Bundestag liegt am Ende. Und wo es darum geht, eben nicht die Prozesse auf Gruppen zu verlagern, die vielleicht ganz andere Einzelinteressen haben. Es geht um das Gemeinwohl. Und von daher gibt es immer wieder auch natürlich Konflikte. Die müssen wir aushalten. Und manchmal wirken wir halt so, wie wir sind. Nämlich wir sind auch eine Behörde, die sicherzustellen hat, dass es gerecht zugeht. Und wir sind nicht dafür eingesetzt worden, allen zu gefallen, sondern wir haben darauf zu achten, dass das Gesetz eingehalten wird. Doch die Auslegung des Gesetzes gefällt nicht jedem in der Anti-AKW-Bewegung. Im sogenannten Forum Endlagersuche diskutieren darüber auch junge Expertinnen und Experten. Es ist ein Verfahren, das auch noch am Anfang steht. Es müssen alle Akteure und alle Beteiligten lernen. Das ist in Teilen auch mal schmerzhaft. Es muss sich noch zurechtruckeln. Aber in der Auswahl, im Auswahlverfahren, kann eine fundamentale Opposition durchaus hilfreich sein, weil das Menschen sind, die sich wirklich intensiv befassen mit dem Thema, die genau hinschauen, die gute Gegenargumente bringen und sich auch fachlich sehr tief einarbeiten. Und das kann auch positive Effekte haben. Die Angst vor der Strahlung teilen alle Seiten. Wie gefährlich, großflächig und langwierig radioaktive Verseuchung ist, zeigen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und die Atomtests der vergangenen 80 Jahre. Bei den Kernkraftwerken gibt es den Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 und die Kernschmelze im Atomkraftwerk von Fukushima 2011. Das Endlager muss die Bevölkerung laut Gesetz sogar für 1 Million Jahre vor Radioaktivität schützen. Niemand, der heute lebt, hat um den Atommüll gebeten. Wir sind nicht gefragt worden. Es ist ein Erbe, das uns eine frühere Generation auferlegt hat. Ein Beispiel: Wenn wir Milch verschütten, dann stehen wir nicht wochenlang herum und fragen uns, hätten wir das nicht besser vermieden? Wer hat die Milch verschüttet? Hätten wir überhaupt Milch haben sollen? Wie wurde die Milch hergestellt? Wir räumen die Sauerei auf und dann können wir eine Diskussion darüber führen, dass wir die Milch nicht noch einmal verschütten sollten. Die schlimmste Sauerei sind die abgebrannten Brennelemente der Atomkraftwerke. Sie lagern an 16 Standorten, meist bei den AKW und in Zwischenlagern in Castor-Behältern. Castor ist die Abkürzung ihrer englischen Bezeichnung, die Behälter für Lagerung und Transport von radioaktivem Material bedeutet. Rund 170 Milliarden Euro sind geplant für die Endlagerung des stark strahlenden Atommülls aus den Castoren. Diese Castor-Behälter erfüllen 4 Schutzfunktionen. Sie müssen die Wärme, die von den Brennelementen ausgeht, abführen. Sie müssen die Strahlung sicher abschirmen. Sie müssen verhindern, dass es zu einer erneuten Kettenreaktion kommt. Und die Behälter müssen den sicheren Einschluss garantieren. Die Gesellschaft für nukleare Sicherheit hat den Castor vor 40 Jahren entwickelt und produziert ihn bis heute. Er wird aus einem Stück gegossen. Zur Absorption von Strahlung werden in die Wände Kunststoffstäbe eingelassen. Im Inneren stecken die Brennelemente in einem Tragekorb. Der Behälter wird mit 2 Deckeln verschlossen und ein Druckventil zeigt an, ob er noch dicht ist. Er übersteht Explosionen, Unfälle, Einschläge und Stürze. Kosten pro Stück rund 1,5 Millionen Euro. 1.900 Castoren werden benötigt.
Es sind mit die gefährlichsten Stoffe, die wir ja auch künstlich produziert haben, die in dieser Welt existieren, um die man sich kümmern muss. Und wo wir erfahren haben, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist, für eine Sicherheit zu sorgen, die wirklich dauerhaft gewährleistet ist, ohne dass sich andere Generationen noch aktiv darum kümmern müssen. Bei radioaktiven Atomen wie Uran, Plutonium, Tritium, Cäsium-137 oder Jod-129 sind die Atomkerne instabil. Sie zerfallen mit der Zeit. Sie geben dabei Teilchen oder ionisierende Strahlung frei, die wiederum eine Kernspaltung anregen kann. Eine Kettenreaktion. Wenn Menschen dieser Strahlung ausgesetzt sind und besonders wenn sie radioaktive Stoffe einatmen oder verschlucken, besteht Lebensgefahr. Zudem sind viele radioaktive Schwermetalle extrem giftig. Wir haben zwei Möglichkeiten beim Umgang mit Atommüll. Entweder wir lassen ihn an der Oberfläche oder wir vergraben ihn in der Erde. Für 100.000 Jahre ist der nukleare Abfall für uns extrem gefährlich. Und deswegen müssen wir eine ganz einfache Risikoabwägung vornehmen. Vertrauen wir der Sicherheit an der Erdoberfläche und der Zuverlässigkeit des Menschen, den Müll 100.000 Jahre sicher zu lagern? Oder ist es nicht besser, ihn einen Kilometer tief zu vergraben und der Zuverlässigkeit der Geologie zu vertrauen? Anfang 2023 gibt es auf der ganzen Welt noch kein fertiges Atommüllendlager. Viele Länder, die Kernkraft zivil nutzen, stehen erst am Beginn der Suche. In Frankreich und Finnland wird bereits an Stollensystemen zur Endlagerung gearbeitet. Deutschland sucht jetzt, aufgrund wissenschaftlicher, geologischer Kriterien, den am besten geeigneten Standort. Wir gehen so vor, dass wir aktuell uns in Deutschland umschauen, anhand von geologischen Daten, um erst einmal festzustellen, wo gibt es Wirtsgesteinsvorkommen. Wirtsgesteine sind die Gesteine, in denen wir einlagern, Salz, Ton oder Granit. In ausreichender Mächtigkeit, also ausreichender Dicke, mindestens 100 Meter dick und ausreichender Verbreitung, die müssen also groß genug sein, um dort ein Endlager zu errichten. Und dann gibt es verschiedene Instrumente, mit denen wir diese Flächen weiter verkleinern und am Ende in einem vergleichenden Verfahren zum besten Standort zu kommen. Doch zahlreiche Politiker auf Landes- und Kommunalebene stellen bereits klar, nicht bei uns. In Deutschlands Südosten, in der Oberpfalz, liegt laut BGE Granitgestein im Boden, das grundsätzlich für ein Endlager geeignet ist. Nun haben sich Oberpfälzer Landräte und Bürgermeister zusammengetan, um klarzumachen, dass sie ihre Heimat für ungeeignet halten. Ja, wir haben eine Stellungnahme verfasst, die zunächst auf die allgemeinen Gegebenheiten insgesamt in der Oberpfalz eingeht, die darauf eingeht, welche Mängel wir insgesamt im Gesetz auch sehen. Wir werden als Kommunen ja auch von einem Geologen mit beraten und uns wird von allen Seiten auch gesagt, dass die Gegend hier einfach nicht geeignet ist, weil der Granit zum Beispiel sehr zerklüftet ist und weil man einfach großen Aufwand betreiben müsste, um das Ganze erst tauglich zu machen. In Teilen der Oberpfalz gibt es einige große sogenannte Hebungszonen und Störungszonen. Das führt dazu, dass der Granit zerklüftet ist. Eine Hebungszone, speziell auch hier in dieser Region, entsteht durch Tektonik. In unserem Fall stößt die Eurasische Platte an die afrikanische Platte bzw. umgekehrt. Das stößt aneinander, hebt die Alpen an und auch bei uns hebt sich das hier an. Das ist wie so ein aufgehendes Brot, das durch die Sprödigkeit des Granits auch aufreißt. Und auch Störungszonen. Eine Störungszone ist im Endeffekt ein Riss in der Kruste, der ineinander versetzt ist durch verschiedene Spannungen. Granit ist ein sehr festes, kristallines Gestein, knackt aber durch die Bewegungen der Erdkruste und reißt förmlich auf. Also in diesem Granitfelsen kann man wirklich sehr schön erkennen, wie geklüftet Granit häufig ist. Was man hier sehen kann, das sind Entspannungsrisse, wenn Granit, das sehr tief in der Erdkruste entstanden ist, durch Druckentlastung Risse entwickelt. Das kann wie in dem Fall horizontal sein oder auch hier vertikal. Und das ist das, was man im Endlager nicht haben möchte, weil man da natürlich Wegsamkeiten für Wasser schafft. Das kann man sich sehr gut vorstellen, dass hier sehr gut Wasser durchkommen kann, gerade wenn man in einem Zeitrahmen von 1 Million Jahre denkt. Salzgestein, wie es etwa in Niedersachsen vorkommt, ist eine Alternative für die Endlagerung.
Salzstein hat den Vorteil, das kann Risse wieder schließen. Das ist natürlich eine wirklich gute Eigenschaft. Insbesondere auch, wenn vielleicht auch dort durch Tektonik oder sonstiges Risse entstehen. Auch das macht das Salz von selbst wieder zu. Hat natürlich den Nachteil, Salz, das kennt jeder aus der Küche, das ist löslich. Ton ist die dritte Gesteinsart, die sich für ein Endlagerbergwerk eignet. Frankreich und die Schweiz planen ihre Anlagen darin. Ton hat den Vorteil, dass es zum einen auch quellen kann und auch Risse und Spalten wieder zumachen kann. Es ist in der Regel in Gebieten, die eher ruhig sind. Und vor allen Dingen ist Ton auch hat eine große Sorptionsleistung. Das heißt, es können auch Dinge, die aus dem Endlager austreten, Schwermetalle, einzelne Zerfallsprodukte, können gebunden werden. Nachteil im Ton ist das, dass es etwas schwieriger ist, darin Bergwerke zu bauen. In der Oberpfalz gibt es neben dem geologischen Aspekt aber auch ein politisches Argument. Denn hier haben sie bereits eine lange, ungute Erfahrung mit Atomanlagen. Beim kleinen Ort Wackersdorf wird in den 80er Jahren mit dem Bau einer Wiederaufbereitungsanlage begonnen. Die Geschichte des Protests und seiner Niederschlagung prägt die Region bis heute. Es gab einen Protest, der nicht nur friedlich verlaufen ist, was auf beiden Seiten zu massiven Verletzungen, Auseinandersetzungen gekommen ist. Und von daher sind wir eigentlich der Meinung, wir haben unseren Teil schon beigetragen. Mit ihrer Ablehnung ist die Oberpfalz nicht allein. Zahlreiche weitere Kommunalpolitiker haben bereits deutlich gemacht, dass sie vor Ort kein Endlager haben wollen oder können. Die zuständige Behörde kennt diese Vorbehalte, geht die Frage aber nüchterner an. Emotional kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, einerseits. Andererseits läuft das Verfahren so nicht. Also es geht nicht um politische Betroffenheit, sondern es geht um geologische Geeignetheit. Und das ist auch richtig, wenn wir über Langzeitsicherheit sprechen, nicht die Frage zu diskutieren, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht zuerst, sondern die Geologie zu fragen und festzustellen, wo sie geeignet ist und wo sie nicht geeignet ist. Für ein sicheres Endlager braucht es nur 10 Quadratkilometer mit geeignetem Untergrund. Es kann sich also nicht eine ganze Region aus dem Suchprozess herausnehmen, nur weil einige Gebiete darin untauglich sind. Er muss tief sein, er muss dicht sein und er muss möglichst stabil in seinen geologischen Verhältnissen sein. Das bedeutet tief, insbesondere weit weg von grundwasserführenden Schichten. Er muss dicht sein, das heißt, es darf keine Klüfte geben, es darf also keine potenziellen Wasserwegsamkeiten geben. Und mit stabil meine ich, es müssen geologische Verhältnisse sein, die sehr ruhig sind. Das heißt also, es darf sich dort kein Erdbeben ereignen, es darf keinen Vulkanismus geben. Und insofern suchen wir als Geologinnen und Geologen bei der BGE eigentlich einen geologisch sehr langweiligen Standort. Trotzdem haben CSU und Freie Wähler 2018 für den gesamten Freistaat in ihren Koalitionsvertrag geschrieben: Wir sind überzeugt, dass Bayern kein geeigneter Standort für ein Atomendlager ist. Auch Bayern hat diesem Gesetz zugestimmt im Bundesrat. Und wir wissen ja aus anderen Zusammenhängen, dass manchmal, ich sag mal, lokalpolitische und regionalpolitische Interessen dann plötzlich offenbar wichtiger sind als das Gemeinwohl und die Übernahme von Verantwortung, die man selber ja bekundet hat mit diesem Gesetz. Aber solche Äußerungen, dass man hier politisch wieder den Eindruck vermittelt, hier würde man Einfluss nehmen auf gerade eine Vorgehensweise, die davon lebt, dass sie eben fachlich begründet ist, ist natürlich absolut kontraproduktiv. Rein politische und eben nicht wissenschaftlich fundierte Endlagerentscheidungen haben das kleine Dorf Gorleben berühmt gemacht. Die Anti-Atom-Bewegung war von Anfang an eine sehr technische, wissenschaftliche Bewegung gegen politische Willkür. Man hat gemerkt, dass die Entscheidungen nicht auf fachlichen Fragen beruhten und auf fachlichen Recherchen, die Standortfragen, sondern oft politische Willkür waren, Endlager in Gorleben zum Beispiel. Die niedersächsische Landesregierung verkündet am 22. Februar 1977, das abgelegene Gorleben an der Elbe soll zum Standort für eine Wiederaufbereitungsanlage und ein Endlager werden. Genau an diesem Tag gab es eine Veranstaltung zum Thema Energiepolitik. Und nachmittags wurde bekannt, dass Gorleben der Standort sein sollte. Und das nun gerade vor den Bäuerinnen und Bauern. Die haben sich natürlich also alle nur entgeistert angeguckt. Und 10 Tage später
rollten schon die ersten Trecker. Die Pläne von CDU-Ministerpräsident Ernst Albrecht, im Wendland bei Gorleben ein nukleares Entsorgungszentrum zu errichten, führen zu einer neuen Protestkultur. Die Kernkraft schweißt völlig unterschiedliche Gesellschaftsschichten zusammen. Die Bauern hatten große Angst vor den Folgen. Rufmord, Verseuchung ihrer Produkte, vor allem wegen der Plutoniumfabrik, dem Herzstück dieses nuklearen Entsorgungszentrums auf der einen Seite. Aber auch bürgerliche Kreise, die sich schon mit den Fragen der Atomkraftnutzung auseinandergesetzt hatten, weil den Plan hatten wir auch vor Augen, dass ein Atomkraftwerk an der Elbe gebaut werden soll. Und dann kommen die jungen Leute aus den Städten dazu, ich ja auch. Ja. 1979 fährt im Wendland einer der größten Protesttrecks in der Nachkriegsgeschichte los. Zehntausende schließen sich den Bauern auf dem Weg in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover an. Der Protest macht für den Staat verdächtig. Wir wurden ausspioniert. Bei jeder Veranstaltung wurden die Nummernschilder der Autos notiert. Es wurden Wohnungen durchsucht. Nachts wurden Höfe ausgeleuchtet. Und da aber das so wieder unterschiedslos passierte, hat es eigentlich auch wieder eher solidarische Effekte ausgelöst, sodass man sagte, wir sind alle irgendwie verdächtig. 1980 wird die Republik Freies Wendland gegründet. Hunderte Atomkraftgegner besetzen den Ort einer geplanten Probebohrung für das Endlager und errichten ein Hüttendorf. Nach 4 Wochen räumt die Polizei gewaltsam. Startschuss für die folgenden Jahrzehnte des teils militanten Anti-Atom-Protests. Aus dem Plan, ein Endlager für Brennstäbe zu bauen, wird zunehmend eine Antiterrormaßnahme. Es gab ganz schnell die Neufassung der Terrorparagraphen. Das heißt also auch Anschläge gegen die kritische Infrastruktur fielen ja drunter. Das ging ja so weit, dass wir uns fragen mussten, wenn wir Schienen blockieren, ob wir auch den Terrorparagraphen abkriegen. Haben wir auch. Also es gab ganz viele Ermittlungsverfahren. Aber es gab nicht eine wirkliche Anklage, die durchgezogen wurde. Staat und Demonstranten im Wendland kämpfen immer härter gegeneinander. Auf der einen Seite Razzien in Bauernhöfen, Schlagstockeinsätze und Wasserwerfer. Auf der anderen Seite Brandanschläge auf Baufirmen, Straßenblockaden, Besetzung von Baustellen. Ja, das tut weh! Nein, ich hab nichts gemacht, ich gehe sogar mit, Mensch! Die Pläne für die Wiederaufbereitungsanlage werden gestrichen. Doch es wird in Gorleben zunächst ein Zwischenlager errichtet. Jeder Castortransport dorthin führt zum Ausnahmezustand, kostet Millionen, mit tausenden Polizisten im Einsatz. Protestierer betonieren sich sogar in den Gleisen ein. Natürlich war das Angst erfüllt. Natürlich hatten wir Angst. Ich übrigens auch ganz häufig Angst in der Verantwortung, wenn man diese Proteste mit organisiert hat. Vor allem nachher bei den Castortransporten hatten wir unglaublich Angst, dass Menschen zu Schaden kommen. Also auf beiden Seiten. Ich musste mich wirklich tagelang hinterher irgendwie durchschütteln, wenn das durch war, dieses Geschehen. Bis zu 30.000 Polizisten sind bei einem einzigen Castortransport im Einsatz. Die Kritiker erringen einen Sieg im Jahr 2000. Als Teil des Atomausstiegs erklärt die rot-grüne Regierung, derzeit sei Gorleben ungeeignet und setzt die Erkundung aus. Doch 2010 geht die Politik darüber hinweg. Die Regierung Merkel beschließt zunächst die Fortsetzung der Standorterforschung. Erst 2020 ist definitiv Schluss. Die zuständige Behörde BGE sortiert den Salzstock als geologisch untauglich aus dem Suchprozess aus. Das hatten die Kritiker 40 Jahre lang erklärt. Es wurde immer gesagt, es fehlt die Abdeckung nach oben dieses Salzstocks. Der hat sozusagen nach oben Kontakt. Das ist nicht gut abgeschirmt. Und jetzt im neuen Suchprozess ist genau das endlich mal bestätigt worden. Das ist übrigens einer der Stärken dieses wissenschaftlichen Suchprozesses, dass das dann endlich mal anerkannt wurde. Das heißt, zu diesen politisch motivierten Prozessen, die dann am Ende fast nur noch mit Polizeimethoden durchgesetzt werden können, da darf es kein Zurückgehen. Das muss anders werden. Gorleben darf sich im neuen Suchprozess nicht wiederholen.
Das ist die Lehre aus der Geschichte im Wendland. Ein großes Problem war und ist, dass der Eindruck entstanden ist, dass nicht fachlich-inhaltliche Gründe für diese Standorte dann letztendlich gesprochen haben, sondern dass politische Opportunität im Vordergrund stand. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder Schritt, der jetzt gegangen wird zur Auswahl eines Standortes, dass der nachvollziehbar ist, dass er aber auch frühzeitig sich der Diskussion stellen muss, dass eben nicht der Eindruck entsteht, hier sind andere Erwägungen als wirklich fachliche, die zu diesen Entscheidungen führen. Im Westen Finnlands kann man sehen, dass fachliche Atomentscheidungen funktionieren. Beim Ort Eurajoki wird das Endlager Onkalo gebaut. Direkt neben einem Atomkraftwerk wird hier von der Betreiberfirma Posiva das erste Endlager für hochradioaktiven Müll in der Welt errichtet. Die Menschen in der Region sehen die Atomanlagen als einen Gewinn. Die Menschen hier sind an nukleare Anlagen gewöhnt. Zudem hat Posiva sehr transparent und offen kommuniziert. Die Menschen sind daher sehr für Atomkraft und für das Endlager. 1983 beginnt Finnland mit der Suche nach einem Standort. Schließlich bewerben sich sogar mehrere Gemeinden aus geeigneten Regionen. In Finnland stehen die Menschen der Kernenergie wesentlich positiver gegenüber als in Deutschland. Seit 2003 wird an der Endlagerung gearbeitet. Das Atomkraftwerk, die neue Anlage zur Umverpackung der Brennstäbe für die Endlagerung und die Stollen machen kaum jemandem Angst. Die Betreiberfirma führt das auch auf ihre Kommunikation zurück. Sie sehen Atomanlagen sehr positiv. Und der Grund dafür ist, die Menschen in der Region kennen unsere Sicherheitskultur. Sie vertrauen uns und sie wissen, was ich erkläre, was die Unternehmenskommunikation mitteilt, ist wahr. Hinzu kommt, wenn wir nicht auch das Vertrauen unserer Mitarbeiter hätten, dann würden uns auch die Gemeinden hier nicht vertrauen. Ein Tunnel führt hinunter zum Bau der Anlage in rund 450 Meter Tiefe. Dort werden einzelne Lagerstollen nebeneinander in den Granitfelsen getrieben. In den etwa 300 Meter langen Lagerstollen werden 8 Meter tiefe Löcher vertikal in den Boden gebohrt. Der hochradioaktive Atommüll wird in einem Stahlzylinder verpackt und bekommt dann zusätzlich noch eine Kupferhülle. Der Endlagerungsprozess wird automatisiert erfolgen. Die Zylinder werden in die Lagerlöcher abgelassen und sind eingebettet in Bentonit. Das schützt vor Wassereinbrüchen. Bentonit saugt Wasser auf, wie Katzenstreu. Dies ist sehr altes Felsgestein. Wir sind hier auf 250 Meter Tiefe und das Gestein ist 1900 Millionen Jahre alt. Und wie Sie sehen, es ist sehr solide. Die Einlagerung soll erst in 100 Jahren beendet sein. Bis dahin werden immer wieder neue Lagerstollen gebohrt. Dann wird automatisiert eingelagert und jeder Stollen wieder aufgefüllt. Danach werden die nächsten Stollen gebohrt. Am Ende soll das ganze Bergwerk wieder verfüllt sein und 1 Million Jahre überstehen. Auch in Finnland ist der Granit an der Oberfläche zerklüftet, aber ab einer gewissen Tiefe massiv. Trotzdem rechnen die Finnen mit der Möglichkeit, dass Wasser in den Endlagerbereich gelangen könnte und sorgen dafür vor. Das Mehrschichtprinzip bedeutet, wir haben mehrere Schutzschichten. Wir nehmen also die abgebrannten Brennelemente und packen mehrere Lagen darum, sodass nichts entweichen kann. Also das keramische Uranpellet, der Brennstab, Tragekorb, Stahlzylinder, Kupferzylinder und das Bentonit. Und die letzte Schutzschicht ist natürlich ein halber Kilometer Felsgestein. Ab 2025 soll mit der Einlagerung begonnen werden. Da der Betreiber Posiva ständig Personal braucht, ist Eurajoki eine prosperierende Gemeinde mit fast 10.000 Einwohnern. Weder sind die Hauspreise verfallen, noch hat der Tourismus gelitten. Natürlich kommt uns das zugute, nicht nur unserer Gemeinde, sondern der gesamten Gegend. Denn es schafft sehr viele Arbeitsplätze und so bekommen wir Einkommenssteuern für die Städte und Gemeinden. Das ist eine gute Sache. In Finnland ist die Kultur eine andere.
Aber ohne Transparenz und klare Informationspolitik der Verantwortlichen hätte es nie so viel Vertrauen in die Atomwirtschaft gegeben. Das Problem in Deutschland ist, sowohl die Politik als auch die Industrie haben beim Nuklearthema viel Vertrauen verspielt. Das hat natürlich mit der Geschichte zu tun. Ja, Zwischenfälle in Atomkraftwerken wurden immer verharmlost. Ja? Radioaktivität macht ja gar nichts. Die politische Betrachtung der Gefährdung durch Atomkraft war schon immer so, dass man nicht die Wahrheit über die reale Gefährdung gesagt hat. Und da spielt es nämlich auch eine Rolle, dass natürlich da wirtschaftliche Interessen dahinter stehen. Eigentlich bräuchte es eine Aufbereitung, was ist da eigentlich passiert, sodass wirklich die Bürger, die jetzt betroffen sind, wissen, die haben wirklich verstanden und die machen nicht weiter mit diesen Mauscheln. Das Misstrauen richtet sich auch gegen die für die Endlagersuche zuständige BGE. Denn die ist auch für die Lager Schacht Konrad, Asse und Morsleben verantwortlich. Derzeit erweitert sie das ehemalige Eisenerzbergwerk Schacht Konrad in Salzgitter zu einer Endlagerstätte für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll. Die Stollen werden hier in Tongestein getrieben. Geplant ist, ab 2027 mit der Endlagerung von insgesamt 300.000 Kubikmetern Atommüll zu beginnen. Es gibt jedoch grundlegende Kritik, da die Genehmigung für das Endlager Jahrzehnte alt ist. Der Stand von Wissenschaft und Technik für solche Anlagen hat sich aber massiv weiterentwickelt. Und man versucht jetzt partout bei dieser alten Genehmigung zu bleiben und das irgendwann in Betrieb zu nehmen. Deswegen haben wir als BUND ja auch bei der Landesregierung Niedersachsen den Antrag gestellt, diese ursprüngliche Genehmigung komplett aufzuheben. Und die Kritik bezieht sich darauf, dass man sagt, es sind alte, 30 Jahre alte Genehmigungsunterlagen, nach denen jetzt gebaut wird. Daraus darf man aber nicht nehmen, dass nach dem Stand von vor 30 Jahren gebaut wird, sondern wir haben die Verpflichtung, immer wieder den Stand der Technik zu überprüfen und sagen, Besserungsmöglichkeiten zu finden und die auch einzubauen. Die Anlage wird jetzt von unabhängigen Fachleuten überprüft und deren Sicherheitsempfehlungen werden umgesetzt. Doch künftig fällt viel mehr schwach- und mittelradioaktiver Abfall an, als hier hinein darf. Deutschland braucht also noch ein zusätzliches Lager für diesen Atommüll. Wenn man sowieso schon das ganze Bundesgebiet sich noch mal neu anguckt für die hochradioaktiven Abfälle, die müsste man nutzen, auch für die Lagerung der schwachen mittelaktiven Abfälle. Und absurd ist ja, dass dieser Schacht Konrad nur die Hälfte der schwachen mittelaktiven Abfälle aufnehmen kann. Es kommt ja noch mal so viel Müll dazu. Ein weiteres Müllproblem ist noch nicht einmal ansatzweise gelöst, das Endlager Asse. Hier werden vor allem in den 70er Jahren mehr als 120.000 Fässer mit schwach- und mittelstrahlendem Atommüll, teils per Radlader, einfach in Kammern des Salzstocks gekippt. Dabei wird gemauschelt. Fässer sind undicht, Müll ist nicht korrekt deklariert. Vor einem möglichen Absaufen der Asse ist lange gewarnt worden. Als dann tatsächlich Grundwasser eindringt, wird es jahrelang verschwiegen. Durch Risse im Gestein gelangen täglich tausende Liter in den Salzstock. Dadurch ist die Asse einsturzgefährdet. Und radioaktive Lauge aus den Atommüllkammern könnte Grundwasser kontaminieren. Die Asse ist im Prinzip der Sündenfall und die maximale Katastrophe, die diese Art von Atomlagersuche wirklich ausgelöst hat. Alle Fässer müssen von der BGE ab 2033 wieder geborgen und woanders untergebracht werden. Wo und wie, ist noch nicht klar. Das Salzbergwerk Morsleben wird als Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll in der ehemaligen DDR bereits 1970 auserkoren. Das Gros der 40.000 Kubikmeter Atommüll, die sich mittlerweile darin befinden, wird aber erst nach der Wende eingelagert. 1998 entscheidet ein Gericht, die Einlagerung muss beendet werden. Zuvor ist trotz aller Warnungen das Endlager von der Politik als sicher eingestuft worden. Morsleben ist der Hammer. Also Angela Merkel, damals Umweltministerin, hat noch einen Freifahrschein für Morsleben erteilt. Und das Schlimmste war, dass die westdeutsche Atomindustrie diese Chance genutzt hatte, nach der Wende auf einmal ein betriebsfertiges Endlager für schwache und mittelaktive Abfälle vorzufinden, brutal genutzt hat. Mir dreht sich heute noch der Magen um, wie das
politisch verantwortet wurde. Um die Grube zu stabilisieren, wird das Bergwerk nun verfüllt und geschlossen. Aus dieser Atomvergangenheit wurde für den Suchprozess heute gelernt. Die wichtigste Lehre ist, diesen Prozess so transparent wie möglich zu führen, nach wissenschaftlichen Standards und auf Hinweise, die von außen kommen, auch aus der Region, was die Geologie anbelangt, eingehen. Weltweit haben mehr als 50 Länder wegen der Nutzung der Atomkraft ein Entsorgungsproblem. Doch kein Land hat bisher ein fertiges Endlager für hochradioaktiven Müll. Der besteht vor allem aus den abgebrannten Brennstäben der Atomreaktoren. Die machen zwar nur etwa 3% der Müllmenge aus, verursachen aber 97% der Strahlenbelastung. Derzeit lagern 4/5 des hochradioaktiven Mülls vor allem alte Brennstäbe in sogenannten Abklingbecken, zumeist beim jeweiligen Kraftwerk. Dort sollen sie abkühlen und Strahlung abbauen. Man kann nicht einfach eine Anlage bauen. Jedes Land muss einen Weg finden, wie es die Zustimmung einer Gemeinde erlangen kann. Dies erfordert eine besondere Art der öffentlichen Debatte zum Umgang mit dem Atommüll. Das verkompliziert den Prozess. Der Anlagenbau wird viel schwieriger, weil man Zeit dafür braucht, die Ängste der Menschen zu diskutieren, ihre Sorgen ernst zu nehmen und über einen langen Zeitraum hinweg die öffentliche Zustimmung in einem bestimmten Gebiet für die Anlage zu gewinnen. Building public consent in a particular area for it to be built. Die Folgen mangelhafter Vorbereitung zeigt ein Beispiel in Frankreich. Zunächst sollte es beim Dorf Bure in Lothringen nur ein Untertage-Forschungslabor für ein Endlager geben. Im Sommer 2016 beschließt die Regierung in Paris jedoch, aus dem Labor eine Endlagerstätte zu machen. Das Versprechen lautete nicht, Abfälle zu vergraben, sondern ein unterirdisches Labor zu bauen, um zu untersuchen, ob der Untergrund geeignet ist. Und es sollte noch weitere Labore in anderen Teilen Frankreichs geben. Letztendlich war es aber nur eines. Damals, ab 1994, gab es eine ziemlich starke Mobilisierung von Bewohnern der Region, Landwirten und Vereinen, die sich aus diesem Anlass gründeten. Auch im Atomland Frankreich gibt es bereits seit 40 Jahren teils heftigen Protest gegen die Endlagerpläne. In der Region um Bure schlägt der Staat den Widerstand nieder. Friedliche Protestierer und Militante werden teils unterschiedslos kriminalisiert. Den Protestierenden geht es auch um Besonderheiten des französischen Atommülls, bei dem Brand- und Explosionsgefahr bestehen kann. Zur Beruhigung der Lage pumpt Paris Geld in die strukturschwachen Gemeinden. Die Kritiker bemängeln auch die wissenschaftlichen Grundlagen der Standortentscheidung. Wir stellen uns viele Fragen bezüglich der Eigenschaften des Gesteins. Das heißt, ist der Ton, in dem der Müll vergraben werden soll, wirklich so ein radioaktiver Tresor? Das ist eine Theorie, die kritisiert wird. Es war kein wissenschaftlicher Ansatz, der Entscheidung für Bure zugrunde lag. Es ist in erster Linie eine politische Entscheidung und vor allem waren es Absprachen der lokalen Abgeordneten. Die Gesellschaft Andra ist für das Endlager namens CIGEO zuständig. Eingelagert werden soll hier sowohl schwach- und mittelradioaktiver Müll als auch die hochradioaktiven, in Glas gegossenen Reste der Brennelemente. Seit über 20 Jahren haben wir ein unterirdisches Labor, in dem wir untersuchen können, ob das Gestein geeignet ist, radioaktive Abfälle langfristig einzuschließen. Und es werden auch technologische Tests durchgeführt. Und diese Studien, die wir seit über 20 Jahren durchführen, erlauben uns zu sagen, dass dieser Standort für die Einrichtung eines Endlagers günstig ist. Es werden wegen der besonderen Risiken beim französischen Atommüll entsprechende Filter und Anlagen eingebaut. Die eigentlichen Lagerlöcher werden in rund 500 Metern Tiefe horizontal in den Ton getrieben. Dies hier ist ein Lagerbehälter für hochaktive Abfälle. Ein solcher Container würde etwa 2 Tonnen wiegen und 50 bis 70 Kilogramm radioaktiven Abfall enthalten. Und diese Container werden hintereinander in den kleinen Lagerstollen geschoben. Die Einlagerung wird später vollautomatisch erfolgen. Dann arbeitet hier keiner mehr unter Tage. Wenn die Lagerstollen voll sind, soll schließlich alles wieder aufgefüllt
und das Sigeo-Bergwerk geschlossen werden. 2035 könnte mit dem Einlagern begonnen werden. In Lothringen fürchten deshalb viele Menschen um ihre Heimat. Die Felder des Bauern Jean-Pierre Simon liegen nur wenige Kilometer entfernt vom Endlager. Er engagiert sich seit 30 Jahren dagegen. Man erzwingt es. Das bedeutet, dass die Meinung der Bevölkerung nicht berücksichtigt wird. Und ich habe das von Anfang an gesagt und darum lehne ich es ab. Die Andra ist hierher gekommen, um für immer zu bleiben. Und zwar nicht, weil der Ton hier besser ist als anderswo, sondern weil es hier eine Einöde war. Wenn der Atommüll zur Einlagerung in einigen Jahren anrollt, wird er seinen Hof wohl aufgeben. Ich habe keine Lust, allein in der Einöde zurückzubleiben. Also würde ich irgendwann vielleicht doch die Region verlassen. Mittlerweile haben fast alle Atomkraftländer ein Zeitproblem. In Deutschland wird die Standortentscheidung statt wie geplant 2031 wohl 2045 gefällt. Eingelagert wird der Atommüll dann erst Jahrzehnte später. Die Zwischenlagerung in den Castor-Behältern wird somit zur Dauerlagerung. Doch die Castoren sind nur für 40 Jahre zugelassen. Diese Behälter, das sind Transport- und Lagerbehälter, die in den Hallen stehen, die sind für 40 Jahre ausgelegt. Und nicht für 100 Jahre, die es jetzt bedeutet. Weil, also, wenn man ein Endlager fertig gebaut hat und hat dann noch mal 30, 40 Jahre Betrieb, wir kommen ganz schnell auf 100 Jahre Laufzeit für diese Zwischenlager. Und nun braucht es neue Genehmigungen und dafür neue Prüfungen. Für Jahrzehnte muss gewährleistet werden, dass die Lagerhallen sicher sind, die Behälter dicht bleiben und der strahlende Müll stabil ist. Na, es ist erstmal eine theoretische Gefahr, die daraus resultiert, dass man sagt, dass dauerhafte radioaktive Strahlung mit Material, das dieser Strahlung ausgesetzt ist, etwas macht. Das heißt, es führt zu Alterungsprozessen. Und die Frage, wie diese Alterungsprozesse im Einzelnen ablaufen, die ist eben Bestandteil von Forschung. Es ist eine internationale Forschungsgemeinschaft, die sich genau darum kümmert. Es bedarf noch viel Forschungsarbeit, auch um die sichere Möglichkeit zu schaffen, das Castor-Innere zu prüfen. Putins Überfall auf die Ukraine hat zudem gezeigt, Krieg ist eine enorm große Gefahr für Atomkraftwerke und Zwischenlager. Ich glaube, wir tun gut dran, uns immer klarzumachen, dass auch vor den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen, vor den Erkenntnissen, die wir durch den Ukraine-Krieg haben, dass eben das Undenkbare passiert ist, nämlich Angriffe gegen Atomanlagen, dass wir die bisherige Lagerung eben nur als eine Zwischenlösung oberirdisch hinnehmen dürfen. Zwischenlager sind nicht geeignet, stabile geologische Formationen zu ersetzen. Der Atommülllagerort muss bestmöglich wissenschaftlich bestimmt werden. Nur dann wird die schließlich ausgewählte Gemeinde sich nicht als Verlierer fühlen. Und nur dann unterstützen auch Atomkritiker das Projekt. Wir wünschen uns diesen Prozess, um ein möglichst sicheres und akzeptanzfähiges Endlager in Deutschland zu haben. Dieser Prozess muss aber transparent für alle Beteiligten sein. Es muss sichere, echte Beteiligungsmöglichkeiten geben und er muss auf wissenschaftlicher Basis geführt werden. Er darf nicht politisch beeinflusst werden. Das atomare Erbe wird noch Generationen belasten. Es wird sehr schwer, einen Endlagerstandort zu finden. Politische Spielchen darf es dabei nicht geben, sonst gelingt es nicht, für ein Endlager gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen.